Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guess the Game. Heute mit allen aus dem Team Pietsmeet und wir versuchen Videospiele zu guessen anhand von Screenshots und kleinen Informationen. Und dafür haben wir nur wenige Versuche Zeit. Dafür benutzen wir die Seite Guess the Game. Die könnt ihr auch ganz einfach so nutzen und mitspielen. Und heute spielen wir Tag 56 bis 60. Wer am besten ist, gewinnt. Let's go. Das ist ja wohl ganz klar. Sieht so aus, als ob ich das Spiel schon mal gespielt habe. Jetzt ist die Frage, ist das, könnte das sowas wie Skyrim sein? Könnte das ein Zelda sein? Ich bin so ein bisschen irgendwie Skyrim, aber dann auch gleichzeitig wegen dem Ding denke ich mir irgendwie immer Dark Souls-mäßiges. Okay, bei mir taucht jetzt hier nichts mehr auf, weil wir den Browser gewechselt haben. Haben wir angepasst, damit es irgendwie besser, gleicher bei allen aussieht. Wir starten mit Tag 56, wie gesagt. Das ist ja... Könnte auch Final Fantasy sein. Final Fantasy 10, weil das da hinten sieht aus wie diese, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, diese Schlieren, die da hochziehen, immer wenn da die Leute sterben, wenn die Seelen da so rumwandern. Mein erster Guess war God of War. Eisig. Ne? Boah, ist das Final Fantasy X wegen dem Ding? Oder ist das jetzt Skyrim einfach wegen dem Overall? Aber ist Skyrim so offensichtlich? Mein zweiter Guess war Skyrim. Boah, das sieht mehr aus wie Skyrim als wie God of War, oder? Allerdings ist das gleichzeitig auch für Skyrim ein bisschen zu obvious. Für, Horizon Zero Dawn gab es auch ein eisiges DLC, das würde ich aber ausschließen. Ups, ich bin mit einem Stift gegen das Mikrofon gekommen. So, was ist das hier hinten rechts? What the fuck ist das? Das sieht eher aus wie ein Gegner aus God of War als ein Gegner in Skyrim. Das könnte natürlich Skyrim sein. Kann ich mir vorstellen, dass das so aussieht. Ist das ein Fluss oder ist das eine Straße? Aber ich truste mir gerade selber nicht, aber ein bisschen truste ich mir schon God of War. Wieso steht Ragnarök hier zweimal drin? Eigentlich müsste Ragnarök sein, oder? Weil es ja Eis. Aber könnte auch God of War 1 sein. Mein erster Guess war God of War 1. Oh mein Gott. Moment, es gab ja mehrfach God of War. God of War 2. Chains of Olympus. Nochmal Ragnarök. Hä, wie häufig gibt's denn Ragnarök? God of War. Ja, Ragnarök. Aber jetzt sind das unterschiedliche? Hopp. Ich sag mal Skyrim. Elder. Scrolls. Skyrim. Dammit. Ich würde mit Dark Souls gehen. Und zwar mit Dark Souls 1. Das ist komplett falsch. So, 56. Das sieht aus wie Skyrim. Skyrim. Elder Scrolls Skyrim. Fertig. Nein! Was? Das Ding hier hinten, was ist das für ein Fickteil? Nehme ich jetzt einfach doch Skyrim? Vielleicht nehme ich einfach doch Skyrim. Wird abgefeuert. Boah. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht Zelda. Sieht auch nicht mehr aus nach Final Fantasy. Was soll denn dann sein? Eis? Schon RPG, oder? Es brennt überall. Es brennt. Zelda? So Feuer, das sich ausbreiten kann, aber von der Grafik ist es viel zu hübsch. Das kann ja nicht Zelda sein. Das hat auch einen Metascore von 85. Also, das kann ja nicht Zelda sein. Bist du ein Assassin's Creed Game? Was war denn da so? Ach nee, warte mal. Nee, das Feuer... Sieht an, na doch, Assassin's Creed. Vor allen Dingen haben wir jetzt statt Eis Feuer. Ist das Valhalla? Assassin's Creed Valhalla?
the fuck ist das? Der ist scheiße. So mit dem Schnee-Setting könnte es God of War sein. Was mit dem God of War? Aber 85? God of War Ragnarök? Let's go. Oh mein Gott, ist es Monster Hunter? Black Flag ist es nicht. So alt würde ich jetzt behaupten, ist das... Oder ist es ein Far Cry? Far Cry. Aber... Nee, nicht mit den Flammen. Ist das Risen? What? Okay. Vielleicht habe ich das Spiel doch noch nie gespielt. Ah, keine Ahnung. Sieht aus wie ein typischer PlayStation-Titel, den ich mal wieder nicht kennen werde. Erstmal bisher. Ich gehe mit Skyrim. Aber ich glaub's nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Monster ist. Nee, Far Cry würde ich sagen nicht. Ist es ein Assassin's Creed jetzt nicht Valhalla? Ist es Valhalla? Aber Valhalla hatte mehr als 85, oder? Oh, damit. Ich nehme mal Valhalla. Du wirst mir ja zumindest sagen, ob das die richtige... Oh. Okay, es ist halt irgend so ein Fight-Game. Es ist auf jeden Fall also so ein Souls-like-Game wahrscheinlich. Im Hintergrund leicht asiatisch angehaucht wegen den Tipi... wie heißen diese Zelten? Sieht aus wie so ein Militärzelt in groß. Das Ding hier sieht aus wie aus einem... auch in einem Anime. Ja, aus wie ist das Malphite von League of Legends oder was? Okay. PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360. What the fuck ist das denn jetzt? Scheiße! Ich hab schon das Gefühl, dass mir das was sagt. Das ist aber kein Rancor, oder? Von Star Wars? Nee. Das sieht auch nicht aus wie ein Rancor. Was soll das sein? So Echsenviechern. PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Also, wenn das noch für PS3 rauskam, dann ist das Anfang PS4. Aber warum kam das? Genau, PS4 und Xbox One. Aber ich stehe gerade kompletto auf dem Schlaucho. Feuer. Eis. Auch mit Feuer. Es ist auf jeden Fall ein Multiplattform-Titel. Das hilft ja schon mal. Mass Effect ist auch nicht so was. Hast du da oben so einen Käfig? Ein bisschen düster? Feuer? Hä? Was soll das sein? Was ist das, was mich da anguckt? Das kam auch generationenübergreifend raus. Also sowohl für die PlayStation 3 als auch für die PlayStation 4. Genauso wie bei den Xboxen. Da gab es einen... generationenübergreifende Release. Was soll das? Also, was ist das für ein Monsterchen? Wo kommst du her? Anfang PS4 Zeit war 2013? 14, so die Riege. Wo kommt so ein fucking Monster vor? Vor allem sieht das voll scheiße aus. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl, dass mir das was sagen sollte. 85 ist ja jetzt auch eine gute Metascore. Weil er ist halt auch schon was älter, ne? PC, PS3, PS4, X360, Xbox One. Das ist so in diesem Zwischending gewesen. Frage ist, ist das für PS4 ursprünglich rausgekommen? Dann haben sie gesagt, okay, weil die PS3 und Xbox 360 noch relativ frisch ist, kommt das auch raus? Wir sind ja mittlerweile schon bei der PS5. Ich habe das Gefühl, dass ich super krass auf dem Schlauch stehe. Hier hinten kommt auch irgendwie so eine Pflanze noch so rausgewachsen. Ich brauche noch einen Hinweis. RPG. Ja, danke. Das habe ich mir auch bei diesem Game, bei dem Spiel schon und sogar hier schon gedacht. Bei einem Shooter, weiß ich nicht, das würde ich irgendwie nicht zu einem Shooter zuordnen. Und das ist ein RPG. Ja, danke schön. Das okay, cool. Der hier sagt mir leider auch gar nichts. Hier war das ein großes Franchise. Bei Final Fantasy.
Dann sag ich zwischen PS. Was hat dann 13? Einfach 13. Oder online. Ah. Ist das Monster Hunter? Monster Hunter World oder so? Wow, World. Monster Hunter World. Und ich. Hä? Sekiro, schreibt man das so? RPG. Ich weiß es leider nicht, ich muss einmal skippen. RPG. Das sollte ich wissen. Und die Welt, würde ich sagen, passt jetzt nicht zu einem Far Cry. Far Cry, sag ich schon. So, Far Cry würde die Welt passen. Was ich meine, ist Devil May Cry, weil das war eher in der Stadt. Oh, irgendwas. Darksiders eventuell? Hä? Also gibt's Darksiders 2-2. Hä? Witcher? Moment, was? Ist das die Yennefer? Wie hieß denn dieses Reckoning? Warte mal. Nee, nicht Hunter. Kingdoms of Amalur. Da. Nope. Oh. Ja, ich weiß es nicht. What the fuck? Was ist das denn? The Witcher 2? Oh mein Gott, das ist Dragon Age. Ach du Scheiße. Ja, okay. Origins? Das ist irgendwie Dragon Age. Origins? Nee. Was ist? Oh, es ist Dragon Age Inquisition. Oh Gott. Dragon Age Origins in die Richtung. Ja, Franchise ist Dragon Age. Ich weiß es aber wirklich nicht. Oh mein Gott, es ist Dragon Age Inquisition wahrscheinlich, ne? Okay. Nee, Dragon Age, doch Inquisition, ne? Nee, Origins? Nee, Inquisition. Ja, das habe ich halt nicht gespielt. Scheiße, da habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht. Also ich habe da am Anfang mal kurz reingeguckt, aber fand's irgendwie viel zu sehr wie ein MMO und fand's scheiße. Dragon Age Inquisition. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank sind wir noch im Spiel, jawohl! Dragon Age Inquisition? Ja, es ist Dragon Age Inquisition, oh mein Gott. Ich sag mal, das ist Origins. Passt das? Ich hoffe. Nein, das ist Inquisition. Scheiße. Ja, okay, keine Ahnung. Der sah halt aus, dieser aus wie Yennefer und der hier sah aus wie einer der Hexerfreunde davon, von Geralt. Ja, keine Ahnung, ey. Okay. Die 57 ist ein Haus in einer Schneelandschaft mit abendrotem Himmel, grafisch doch eher etwas älter. Boah. Okay, what is this? Das sieht älter aus. Junge, Alter. Ich hab keine Ahnung, was das wieder sein soll. Die 57. What the fuck bist du denn jetzt hier? Du bist alt auf jeden Fall. Das ist alt. Das sieht alles sehr alt aus. Das sieht aus wie eigentlich nicht Spielgrafik, sondern wie so eine schlechte Render-Sequenz. So wie aus einem alten Tomb Raider-Teil oder sowas. Ja, Shield Simulator ist das. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Oder ist es einfach City Skylines im Winter? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber vielleicht Skyline. Oh, City Skylines hat das, gibt es gar nicht. Fuck, Alter.
Es gibt RTL Ski Jumping 2006. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das jemals kommen wird. Das habe ich bespielt. Hier ist zum Beispiel ein kleines Gerät zu sehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Aber sowas und auch die Architektur spricht zum Beispiel gegen Elder Scrolls Teil. Das ist kein Fantasy. Kann auch Call of Duty sein. Einfach irgendwie eine Map davon im Schnee oder sowas. Deswegen sei jetzt einfach mal, das ist Call of Duty. Irgendeine Black Ops. The Hunter. Call of the Wild. Call of the Wild. Leider nicht. Wird das zusammengeschrieben? SimCity? Da. SimCity 4. Nee. Nehmen wir ein altes Tomb Raider tatsächlich, weil das die erste Konnotation ist, die ich hatte und ansonsten wirklich gar keinen Plan habe, was das sein könnte. Ich nehme mal Chronicles. Oh. Ich nehme Hinweis. Oh, Metacritic Score 78. Und wir wechseln halt volle Granate von Schnee hierzu. Und hier steht auch noch Motorsport Rescue. Also es ist irgendein Motorsport-Game. Boah! Oder Modern Warfare 3. Ne. Motorsport? Dirt. Motorsport Rescue Ambulance. Colin? Colin McRae Rally? PC, PS4, Xbox. Forza nicht. Colin McRae Rally wurde ja umbenannt in Dirt. Boah, keine Ahnung, welcher Teil. 5. Oh, es ist Dirt. Es ist Dirt. Das wiederum sieht überhaupt nicht so scheiße aus wie das. Vielleicht war das einfach extrem stark reingezoomt. Es ist definitiv kein Tomb Raider. Es ist potenziell ein Rallye-Spiel. Oh, es ist ein Rallye-Spiel. Es ist Rallye. Dirt Rally 2. The Crew. 1. Auch nicht. Ich habe halt Autos gesehen und deswegen an Racing Game gedacht, aber das könnte hier ja auch eine Absperrung sein, nicht für eine Rallye-Strecke, sondern für einen Mord, der zum Beispiel passiert ist. Aber da steht ja Motorsport, ich fucking Idiot. Motorsport Rescue. Okay, diese rot-weiß gestreiften Dinger, das sieht sehr stark nach einem Rallye-Game aus. So. Rallye-Spiele gibt's ein paar. Fuck me, Alter. Okay, Colin ist zumindest auch nicht das Genre. Also Forza kann nicht sein, aber ich gucke trotzdem mal ganz kurz. Forza wäre mit drin, weil Forza, es ist auf der PlayStation 4 mit erschienen. Gran Turismo? Nee, Gran Turismo wird auf dem PC nicht erschienen. Auf der Xbox nicht erschienen sein. Dirt Rally 2.0. Oh, es ist ein Dirt Game. Dirt 4. Ja, Mann, ey. Boah, das war auch frech. Oh mein Gott, es hat hier, Dirt? Metascore. Wenn es Dirt 5 gibt, dann ist das jetzt Dirt 4. Yes! Hey, einmal hin. Dirt 4? Dirt 4! Nice. Racers, F1 nicht, High Race, Pro Racer. Ich versuche gerade nur Michelin, F1, Racer. Ich versuche einfach nur irgendwie gerade so ein bisschen so. Cars. Boah, Monster Race, Hot Wheels ist es nicht. PS4 und Xbox One, dann ist es Dirt 4. Juhu! Na, immerhin. So, Midnight Club, Street Racing, auch nicht. Race 2017. Immer Rally. Dirt. Es ist Dirt. Dirt 4, Dirt 5, Dirt 5. Dirt 4. Okay, bisher noch nicht kaputt, aber richtig geil waren wir bisher auch noch nicht. Ja, okay. The fuck ist das denn? 58, oh mein Gott. Man sieht ein bisschen
Wasser-Luftblasen, hier noch der erste Teil einer eventuell Seepflanze, Alge oder sonst was. Endless Ocean ist zu alt. Es gibt mindestens eine Szene in diesem Spiel, die unter Wasser stattfindet. Wie heißt denn das nochmal? Es gibt irgendwie Hazu oder so ähnlich. Warte mal. Blue. Nee, Haze meine ich nicht. Hazel Sky meine ich auch nicht. Was sehe ich denn hier noch nicht? Dammit. Ich muss einmal rauszoomen tatsächlich. Das ist jetzt richtig Abfuck, aber sonst kriege ich hier die ganze Dingens nicht drauf. Ich habe das Spiel gespielt, was ich meine. Und es gab auch eine Erweiterung dafür. Es gab auch einen Teil 2. Ich tippe mal Ocean, vielleicht kommen wir dadurch drauf. War das Endless Ocean? Da soll ein neues rauskommen. Nee, Star Ocean war das nicht. Das war dieses abgedrehtere. Nee, nicht ab. Wo du abstürzt und dann irgendwie in diesem Ozean überleben musst. Das ist auch ein bisschen so ganz chillig. Du kannst nicht verlieren, also kannst nicht viel verkacken so. Ich habe vergessen, wie das hieß. Das hieß irgendwas mit Soy? Nee, Soy ist ja Quatsch. Fuck me, Alter, wie hieß denn der Scheiß nochmal? Was ist das denn? Okay, Subnautica. Let's go. Okay, das sieht hier nicht aus wie Subnautica. Was ist das denn jetzt? Das ist ein Witz. Der Subnautica. Einfach nur Wasserblasen. Sie bescheuert? Geil, und jetzt ist das was komplett anderes. Heißt das WoW? Sub. Now. Aber da. Sub. Now. Ja. Leider nicht. Ah, warte mal. Appsu hieß der, glaube ich. Ah, da ist es. Ah, mit so wurde das geschrieben, ja moin. Okay, das ist es nicht. Endless Ocean. Blue World. Ja. Ich nehme mal einen Hinweis. Okay, das ist es nicht. Weil da bist du nicht an Land. In dem Spiel, was ich meine. Mein erster Gedanke war World of Warcraft. Aber wir hatten schon World of Warcraft. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, sieht aus wie ein Switch-Spiel. Was ist das für ein Bild, Alter? Wahl, Golf, irgendwas mit dem Golf. Mario, Metascore. Oh, ne. Oder schon älter. Switch oder älter? Älter. Was für ein Game? Spyro? Ne. Was bist denn du? Also ich muss, auf die 1 muss ich gar nicht mehr klicken, ne? Das bringt mir einfach absolut gar nichts, außer das ist nachher tatsächlich ein Spiel, was mit Unterwasserwelten und Unterwasser zu tun hat. Ansonsten sehen wir eine bunte, kindisch schon fast, Grafik, sonderbar geformte Bäume und eine Grafik. Tja, das, also N64 wird es glaube ich nicht sein. Es ist Spore. Oh mein Gott. Nice. Ja, das ist wahrscheinlich dann irgend so ein, tja, was predikte ich jetzt, was falsch sein wird? So ein Kindergame. Es sieht nicht aus wie ein Plattformer. Ich sehe hier keine Möglichkeit, geil zu springen. Ich würde Nintendo auch erstmal ausschließen. Außer es ist vielleicht so ein hässliches Pokémon. Das kann sein. Pokémon. Arceus oder wie der Scheiß heißt. Warte mal. Offensichtlich nicht. Was ist das denn schon wieder? 84er Metascore, nur PC only. Ben. Schaut mir den an. Ben. Ju. Kazui. Nope. In welchem Nintendo-Spiel säuft man denn gerne ab? Crash, Bandicoot. Nee. Da, ja, Pokémon Legends Arceus. Okay, ist kein Pokémon. Dammit. Es ist ein reines PC-Spiel? Uff. Da sieht man super viele Details, aber ich kenne nichts davon. Plattform PC? 84er Metascore. Plattform PC, was ist das denn? Tiny Sister. Was ist das so? Was ist denn das da? Mit den Dingern hier. So ein Bienenteil, da sind die komischen lila Monster, das habe ich schon mal gesehen. Was sehe ich denn hier für ein crazy Shit? Okay, das ist Spore.
Ist das Spore? Sehe ich hier gerade Spore? Alter, ich bin insane gut. Da gibt es so Totems und so bunte Farben und irgendwie so Schmelzen. Was ist das? Kam nur für den PC raus. Das sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß nicht. Ich gehe trotzdem mit Spyro, auch wenn ich gar keine Ahnung habe. Ist natürlich nicht Genre. Genre Kotzen? Metacritic listet Genre as Breeding. Oh, hier, a Spore. Yo. Sieht wirklich aus wie so eine Kochstation hier. Okay, dann ist Conan. Boah. Ich glaube, Age of Conan Unchained. Offensichtlich nicht. Was ist das denn? Genre Kotzen? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Perle der Geschichte, die an mir vorbeigegangen ist. Das ist nämlich... Was ist das? Monster Hunter? LOL! Oh mein Gott! Boah, wie heißt das? Spore. Alter! Okay. What the fuck? Also es ist natürlich nicht Zelda... Oh Gott, hier, Tears of the Kingdom. Ja, hab ich schon. Genre ist Breeding. Oh mein Gott, das ist so ein... Oh, wie hieß denn das, wo man unterschiedliche... Spore hieß das. Spore. Boah! Weil Breeding ist Genre. Bei Spore konnte man sich selber irgendwelche Kreuzungen machen aus Tieren und halt Lebewesen. Wild. Ja. Die haben doch echt einem ins Gehirn geschissen. Uff! Fangen wir wieder mit den einfachen an, wa? Okay, Freunde, die 59. Wir sehen ein bisschen Straße, sehr verpixelt. Was entweder daher rührt, dass das Spiel relativ alt ist oder dass es sehr stark reingezoomt ist. Wir sehen übrigens eine doppelgelbe Linie, was auf die USA hinweisen könnte. Da kenne ich es zumindest her. Ich weiß, es gibt es auch in anderen Ländern. Von der Stimmung her, GTA, Max Payne, Driver. Das sind die drei Dinger, an die ich instant denke. Das Need for Speed. Need for Speed Underground. Let's go. Ist es nicht? Schade. Ach, das ist doch schon wieder scheiße. Komm her, Forza. Metascore 94. What the fuck? Grand Theft Auto 3. Es ist kein GTA. Es ist ein Open World. Wobei muss es nicht mal. Es hat eine insane Metacritic. Wir haben noch zwei. Ich will noch zweimal guessen, dass ich richtig habe. Ja, wir sind einfach eine Straße. Heißt, das ist ein Need for Speed. Ein altes. Underground. GTA? Okay, das hat einen Metascore von 94. Welches Spiel ist das? Und wir sehen es so leicht von der Seite. Da würde ich schon in Frage stellen, ob es sowas wie Need for Speed ist, weil du da das Auto eher von hinten hast. Aber was weiß denn ich, deswegen tippe ich Need for Speed. Hot Pursuit. 2, 3. Der war geil, der Teil. Not even close. Muss nicht GTA sein. Muss nicht Open World sein. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel rein interpretiert. Es ist wahrscheinlich eher ein Rennspiel dann. Zähl. Wenn ich lesen. Ist älter, ja. Metacritic Score 94. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen hier Amerika. Und das könnte ein Bait sein, weil es in Wahrheit ein japanisches Rennspiel ist. Und deswegen ist es Gran Turismo. Ist das Flight Simulator reingelegt?
Sale. Was haben wir denn da? Also es sind die USA, ja. Das sieht aus wie Spider-Man. Spider-Man, das alte Spider-Man. Es ist nicht Spider-Man. Es ist Zentrum. Es ist Police Simulator. Es ist GTA 3. What? Ist Deutsch. GTA 3? Nee, GTA 4? Grand Theft Auto 4. Nee. Zentrum? 2. Ist es nicht? Aber es ist ein Rennspiel. Oh mein Gott, ich habe ein Rennspiel predicted. What? PS2 und Xbox, das kam nicht für einen PC, das ist ganz schlecht. Nope. What? PS2 und Xbox. Oh mein Gott, das ist ein Simulator. Oh nein. Mit 94? What? Hä? Gran Turismo? Ich habe das Problem, dass ich glaube ich gerade nicht weiß, wie man Gran Turismo. Also. Okay, warte mal. Wir müssen hier. Grand Tour the Game. Ich hab gar nicht auf die Metascore gerade geachtet. Hä, was? Was hat denn bitte ein fucking 94er Metascore auf PS2 und Xbox? Und ist deutsch. The PlayStation 2 auf der Xbox. Ein 94% Spiel. Das ist wahrscheinlich dann nicht für den PC rausgekommen. Warum ist denn da jetzt ein deutsches Schild? Also, wir gehen von, weiß ich nicht, Chicago nach, ich weiß nicht, was da steht, Frankfurt. Oh mein Gott, Gran Turismo, nicht Grand, oh mein Gott. Alter, was ist los mit mir? Gran Turismo. Nee, das wäre nur Nee. Forza und Gran Turismo können es nicht sein wegen PS2 und Xbox. Ich hab keine Ahnung. Ich hab gar keinen Peil gerade, in welche Richtung wir gehen. Vor allem ist das halt, das sieht nach amerikanischer Stadt aus und jetzt sind wir hier plötzlich in Deutschland. Hä? What? Man sieht immer Straßen. Aber es hat was mit Fahren zu tun, weil das ist doch sehr, die Straßen und der Verkehr sind doch sehr detailliert. Ich könnte es PS2 und Xbox. Also Xbox schließt zum Beispiel sowas wie Gran Turismo aus. Ja, dementsprechend ist das wahrscheinlich auch irgendwie in 2000, wann ist das, 5 oder so? Ist das ein Rennspiel? Muss nicht, kann. Ich würde sagen, wegen dem hier ist es ein Rennspiel. Nightclub 2. Okay, es ist auch kein Midnightclub. Ficken, Alter. Es hat eine 24. Okay, du bist überall. Du bist in Amerika, du bist in Deutschland. Eins, zwei mehr. Nein, Arcade Racing. Forza. Also das wäre bei Forza Horizon auch nicht. Was? Es ist der Euro Truck Simulator 1. Ich habe keine Ahnung. Brauche einen Hinweis. Arcade Racing. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich bin komplett verwirrt. Was soll das denn sein? Driver. Ich hab gar keine Ahnung. Arcade Racing. Ich bin im Motorracer 4 erstmal. Ja, Arcade Racing. Driver? Ich
nicht Driver. Burnout? Irgendein Teil? Oder was gab's denn noch? Also Burnout Paradise wäre es nicht. Weil Paradise spielt, glaube ich, nicht in Deutschland. Was gibt's denn noch? Die Ridge Racer gab's doch auch. Aber das hat doch keine 94. PS2 und Xbox. Oh mein Gott, da hätte ich es natürlich erkennen können. Oh mein Gott. Forza und Gran Turismo sind natürlich nur für die Konsolen exklusiv erschienen. Da habe ich fucking wasted hier. Das ist ja insane dumm. Arcade Racing, ja, das ist halt dann Need for Speed. Aber es gibt doch kein Need for Speed. Was? 94er hat? Oh! Oh, das haben wir gespielt viel. Fuck. Wie heißt das nochmal? Also, ich weiß nicht, ob halt das nicht, weil Underground eine andere Serie ist bei Need for Speed. Es gibt ja auch hunderte Need for Speed. Manchmal zählt ja das ja nicht. Ich nehme mal 5. Nicht mal im Ballpark. 2004. Midtown Madness gab es für den PC, oder? Oh, hier gibt es nur Midtown Madness 3. Okay. Das ist das nicht, oder? Hä? Oh, warte mal, es gibt noch... Sunshine hieß das irgendwie? Warte mal, wie hieß denn das? Arizona Sunshine, nee. Wie hieß denn nochmal... Wie hieß denn nochmal das andere Rennspiel? Ach, was so parallel zu Need for Speed war. Da habe ich einen Teil von gespielt. Das Spiel hat sich wahrscheinlich richtig halt einen runtergeholt darauf, dass man nachher damals das erste Mal solche Modelle oder so machen konnte, dass so Sachen sich verbeulen und so. Das ist dann dementsprechend Vigilant 8. Criterion Games. Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich sehe. Das heißt, das hat nicht Race drin. Das heißt, hat nicht Race in den Namen, glaube ich. Scheiße. Heißt das denn nochmal? Wieso ist das kaputt? Ja, okay. Ich komme einfach nicht drauf. Ich weiß nicht mehr. Das Horizon. Hieß es Horizon? Ach man, ich hab da doch relativ viel gespielt. Wir haben da doch relativ viel gestreamt. Dann war der Nachfolger so scheiße. Mann, dass man die Namen dann nicht kennt, ne? Weiß es nicht. What? Okay, das ist definitiv nicht das, was ich denke, was es ist. Was ist das denn? Drift heißt das Spiel. Drift King Shodogun Battle. Nee, kam ja 2004 raus. Tokyo Drift Extreme. Absolute Drift war's. Burnout hieß die Serie. Ja! Ah, genau die meinte ich. Okay, Vigilante. Vigilante 8. Was ist das? Fallout? Ja, welches Fallout? Ach, nicht Fallout, Flatout. Nee, ist Colin. Colin. McRae Rally. Was? Ja, 2005. Burnout 3. Oh, das ist ein Burnout. Ist Burnout 3 dann wahrscheinlich? Oder heißt das Burnout 3 Takedown? Burnout 3, Takedown. Burnout habe ich gar nicht gespielt, Junge. Und ich habe Burnout erkannt. Aber 94? What the fuck, Alter? Flatout 2. Burnout 3, Takedown. Okay, habe ich nie gespielt. Aber es gibt keinen. Es gibt zum Beispiel keinen. Burnout 3. Was? Oh mein Gott, was?
Oh mein Gott, das war komplett reingeraten. Also ich meine, nicht komplett reingeraten, weil wir wissen ja das Genre und so weiter. Das habe ich nie gespielt. Das hat eine 94 gehabt? Krass. Das kenne ich nicht. Okay, und dann letzte. Okay, das ist Sims, oder? Nee. Das ist Sims. Ach, das ist einfach die Sims. Geil. Baldur's Gate? Oder Siege of Avalon oder sowas? Nein, es ist doch die Sims. Mann! Okay, welches Sims? Okay, einen haben wir noch. Das ist The Sims. Ich habe alle erraten endlich mal wieder in einer Folge. Oh mein Gott, das ist schon mein persönlicher Erfolg. Das ist die Sims 1. Ist das die Sims 1? The Sims. Uhuhu, wir haben einen beim ersten. Boah, das sieht aber noch sehr alt aus. Er ist der Sims 2. Er ist der Sims 1. Scheiße. Belastend. Okay. Ja. Nee. Und das ist Sims. Sims 1. Nailed it. Nice. Okay, damit haben wir alle geschafft. Ein bisschen bitter mit Burnout. Das hätte ich wissen können, aber es fiel mir nicht ein. Ich bin mal sehr gespannt, wie andere sich geschlagen haben. Wir haben es versucht und das ist dabei rumgekommen. Oh, das war schwer. Nicht viel, kann ich dir sagen. Das kann ich euch sagen. Der zweite war bitter. Warum? Du meinst das fantastische Dirt 4. Ja, Dirt 4 war scheiße. Ich hab, mein letzter Tipp war Dirt 5. Oh nein! Oh mein Gott! Ich hatte bei einem auch so den letzten Tipp reinraten und das hat gepasst. Das war krass. Ich bin aber sehr zufrieden diesmal, muss ich sagen. Das Maximum, was ich bieten kann, sind 3 geschaffte Sachen. Ja, ich auch. 3 geschaffte. Geschafft. Ich hab 4. Na, geht's jetzt. Ich gehe mit 5. Ich gehe auch mit 5. Nein! Ich hab diesmal alle geschafft. Das ist schon, das reicht mir schon. Ah. Ja. Weil ich habe beim bei Burnout 3. Burnout nicht ich, ein. Genau, Burnout ist mir auch erst. Also die Serie kenne ich, das Spiel habe ich nicht gespielt und auf dem letzten habe ich mir gedacht, komm, Burnout 3. Oh mein Gott, stimmt. Ja, Dragon Age und Burnout beide nicht gespielt. Ja, Dragon Age hat mich auch fast gebrochen, dachte ich so, warte mal, ein RPG, was dann rauskam. Wieso zum Fee kenne ich das nicht? Ich bin RPG-Spieler. Ja. Aber das war halt so fucking irgendwie. Inquisition, Alter. Was müssen wir jetzt zählen, Peter? Die roten? Ja, die roten müssen wir. Die roten und gelben ehrlicherweise auch. Also die roten und gelben zählen, glaube ich, in die gleiche Kategorie. Ich habe einen gelben. Ich habe auch einen gelben. Dann lassen wir den einfach weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du, Peter muss nur bis 3 zählen, glaube ich, diesmal. Hast du weniger als 5 rote? Nein. 6? Nee. Nee, nicht mal ansatzweise. 9? Nee. 10? Ich habe nicht weniger als 10 rote. 11? Nee, ich habe 10 rote. Oh, ich habe 11. Oh nein. Hast du den gelben mitgezählt oder nicht? Nee. Okay, ich auch nicht. Na, okay, oh Mann, alles klar. Der gelbe war bei Dirt. Um einen roten. Oh mein Gott. Das ist knapp. Ich habe bei Dirt habe ich angefangen mit Dirt 4. Nee, Moment, Dirt 4 ist die Antwort. Wo steht denn, was ich gegessen habe? Steht nirgendwo. Ich habe auch da, nur 6. Ich habe einmal geskippt, dann Dirt 5 und dann Dirt 4 gehabt. Du hast nur 6 rote. Kompletten Fails nicht mitzählt? Ja, okay. Ja, GG. Ja, GG, Alter. Stark. Richtig knapp, ey. Das war mal wieder eine Runde Guess the Game. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.